Filme und Serien wie Stranger Things sind gerade hoch im Kurs. Denn Filme und Serien, die so einen 80er, 90er Charme und Flair versprühen, die sind bei den Fans sehr begehrt. Und jetzt kommt ein Film heraus, der auch so ähnlich wie Stranger Things ist, nur dass es hier hauptthematisch um einen Serienkiller geht. Und somit herzlich willkommen hier bei Benny's Movie Collection. Heute möchte ich mit euch über den Film Summer of 84 reden. Ja, ein Film, den ich auf der Filmbörse sah, in einem Filmquiz gewonnen habe, in einer VHS Retro Collection, die angelehnt an den Filmtitel auf 1984 Stück limitiert ist, 1984. Das finde ich ist ein sehr cooles Gimmick, so eine kleine Anekdote an den Filmtitel, das ist schon cool, was die Limitierung angeht. Und diese VHS Collection, die kann ich heute hier exklusiv vorstellen, weil ich sie gewonnen habe, denn die kommt erst am 5. Oktober in den Heimkino-Release. Ja, am 5. Oktober wird dieses Teil veröffentlicht und diese VHS Retro Edition, die gibt es auch bei Amazon zu bestellen. Die kostet dort, glaube ich, knapp 30 Euro. Ich bin schon gespannt, was darin enthalten sein wird. In dem Film, der von den Schöpfern von Turbo Kid ist, ja, die haben hier ihre Finger im Spiel, was mich schon mal freut, denn Turbo Kid, der hat mir wirklich sehr gut gefallen, hat mich sehr gut unterhalten. In diesem Film geht es um eine Teenager-Gruppe, die ein besonderes Auge auf ihren Nachbarn werfen, denn irgendwas scheint mit dem nicht so just zu sein. Es scheint nicht so, er scheint da irgendwie Dreck am Stecken zu haben, ja, und darum geht es hauptsächlich in dem Film, der dann wirklich viel 80er Jahre Nostalgie versprüht. Ich bin schon sehr gespannt auf den Film. Heute wird auch noch ein Kollege vorbeikommen. Wir werden uns das Teil direkt reinziehen. Er hat auch beim Gewinnspiel teilgenommen und hat sich gestern schwarz geärgert, ja, dass er das Ding nicht gewonnen hat. Und er wollte mir das die ganze Zeit schon abluchsen hier. Aber das bleibt schön in meiner Sammlung. Ich bin mal gespannt, wie diese VHS Edition im Vergleich zu der Ready Player One Edition sein wird. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht groß drum herum. Wir schauen uns das Ding jetzt mal an. Viel Spaß. Und hier haben wir diese krasse Edition. Ich finde die jetzt schon optisch richtig mega. Gefällt mir auch irgendwie jetzt schon besser wie Ready Player One, obwohl ich die auch ziemlich cool fand. Trotzdem ein paar Mankos, die sie hatte. Wir packen dieses Ding jetzt mal aus. Ich habe das oben schon ein bisschen angerissen, damit es nicht ganz so peinlich wird beim Auspacken. Und ich bin schon gespannt, was dieses Ding zu bieten hat. Wir haben hier erstmal eine J-Card. Das ist schon mal lobenswert. Hier also so ein Frontblatt, so ein Deckblatt haben wir hier. Wir sehen hier, dass es sich um eine nummeriert und limitierte Auflage von 1984 Stück handelt. Blu-ray, DVD und Soundtrack sind hier enthalten. Poster, Pin, Aushangfotos und ein Booklet. Das Ganze wird hier von dem Deadline-Magazin angepriesen. Das Ganze ist ab 16 Jahren freigegeben und wir schauen uns die Edition jetzt mal an. Ja, wir schauen uns mal das Gesamtpaket jetzt erstmal an. Wir sehen hier Summer of 84. Wie gut kennst du deine Nachbarn wirklich? Und wie ich schon gesagt habe, auch hier das Cover erinnert doch irgendwie stark an Stranger Things, was hier auch schon mal lobenswert ist. Die Details dieser VHS Edition. Unten sehen wir auch das VHS HiFi Logo und wir sehen Summer of 84, ein RKSS Film. Und das Cover gefällt mir richtig gut. Wir schauen oben, auch hier haben wir Summer of 84. Wir sehen hier überall diese Abnutzungsspuren auf Retro getrimmt. Das sieht doch richtig cool aus. Und unten haben wir nichts. An der Seite sehen wir auch wieder Summer of 84. Unten wieder das VHS HiFi Logo. Und wir schauen uns mal hier die Rückseite an. Auch schön aufgemacht, tatsächlich auch wie eine VHS damals. Wir haben hier die Inhaltsangabe, wir haben oben ein paar Szenenbilder und noch einen Strichcode. Das sieht doch schon richtig cool aus. Die Inhaltsangabe, die könnt ihr euch hier mal durchlesen. Unten haben wir noch ein paar Credits. Hier ist die Blu-ray und DVD enthalten. Hier sehen wir, dass das Ganze in Farbe ist. Und wir sehen unten noch etliche Angaben zu Laufzeit und Ton etc. Ja, so sieht das dann von der Seite aus. Wirklich halt wie eine VHS-Kassette. Das Ganze ist von den Dimensionen her, glaube ich, doch ein bisschen größer wie eine VHS. Das ist aber üblich bei diesen Retro-Dingern. Also ich glaube, die Original-VHS-Kassetten waren ein klein wenig dünner. Ich könnte mich jetzt aber auch täuschen. Ja, wir sehen hier wieder VHS HiFi, Summer of 84, 237 hier. Das ist, glaube ich, wie so beim Verleih von der Videothek. Und hier unten nochmal, wo man früher immer das Tempo reingesteckt hat, wenn man
Aufnahmen machen wollte, die Kassette überspielen wollte. Und wir holen das Ganze jetzt mal raus. Ich bin schon echt gespannt. Wir schauen uns den Schuber an. Der ist typisch relativ dünn für diese Editions, wie das halt so üblich ist. Ja. Und dann schauen wir uns mal die Kassette an. Und muss ich mal gucken, wie das nachher aufgeht. Also wir schauen uns erstmal das Deck oben an. Das sieht schon mal richtig cool aus, auch mit dem VHS-Charme. Summer of 84, Spieldauer 105 Minuten in Farbe. Vorne, wie gesagt, sieht das so aus. An den Seiten sieht das so aus. Hier haben wir noch einen Aufkleber. Was steht da drauf? Ah, Videosicherheitsetikett. Beschädigung zwingt zum Kauf bzw. zu Regressansprüchen. Sehr cool. Das ist auch ziemlich cool gemacht, wie so ein Aufkleber, der damals ab und zu auf den VHS-Kassetten drauf war. Sehr, sehr nice. Und hier, was für viele YouTuber wichtig war, die Kassette sieht unten wie eine Kassette aus. Da haben die schon mal aufgepasst, was man nicht falsch machen sollte, wie bei Ready Player One. Und das ist doch schon mal lobenswert. Jetzt muss ich gucken, wie das Ding hier aufgeht. Sehr geil, sehr geil. Hier auch lobenswert. Mit Magnetverschluss. Also diese Edition bietet jetzt schon mal all das, was Ready Player One falsch gemacht hat. Und wir öffnen das Ganze mal. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Wir haben hier ein Fach, wo die Karten drin sind etc. Summer of 84, das sieht doch richtig geil aus. Und hier der Inhalt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier die Soundtrack-CD. Ja, da ist der Pin hier reingerutscht. Das sollte natürlich nicht passieren. Wir haben hier die Soundtrack-CD mit einem richtig geilen Artwork. Das finde ich richtig mega. Und der Soundtrack ist von Lematus. Und hinten sehen wir haben hier 32 Tracks enthalten. Ja, das ist doch richtig nice. Da bin ich schon gespannt, wie der Soundtrack ist. Dann haben wir hier einen Pin, Summer of 84. Richtig nice. Sehr geil. Ich benutze die zwar nicht, aber sehr cool. Wenn ich mir demnächst mal, vielleicht mache ich mir mal so einen coolen E-Spec-Rucksack, wenn ich mal auf Börsen gehe, wo ich mein Zeug verstauen kann, dann mache ich mir da so ein Pin von, nicht ein Pin, so ein, wie heißen die, diese Teile, wo man aufnäht, ja, von den Film-Junkies drauf, da lasse ich mir sowas machen und mache dann hier lauter solche Pins von Ready Player One, Summer of 84 dran, dann habe ich einen coolen Rucksack für die Börsen. Dann haben wir hier noch Aushangfotos, so wie man es vom Kino früher kennt, ja, Filme, die dann im Schaukasten vorm Kino gehangen, Filme, die im Kino gelaufen sind, da haben die immer so Vorschaubilder in den Schaukästen draußen gehabt. Und das sind solche, ja. Finde ich sehr cool. Schön retro, das gefällt mir. Meine Fresse, die Edition gefällt mir jetzt doch schon viel besser wie die vom Ready Player One. Sehr coole Bilder. Also das gefällt mir doch richtig gut. Und auf der Rückseite ist da nichts drauf, ja. Und für knapp 30 Euro kann man da jetzt schon gar nicht schimpfen, ja. Und dann noch ein Soundtrack dabei, ist doch echt cool. Dann haben wir hier noch ein kleines Booklet. Oder ist das Werbung? Das ist Werbung, genau. Das ist Werbung von anderen Filmen noch. Ein bisschen Werbung für andere Filme. Darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier haben wir das kleine Booklet. Und jetzt schaut euch mal dieses Cover an. Auch das sieht richtig cool retro aus. Gefällt mir wirklich gut. Ja, dann gucken wir hier mal rein. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Im Gespräch mit Summer of 84 Regisseurin. Ja. Und da könnt ihr mal gucken. Da gibt es ein paar Hintergrundinformationen und hinter den Kulissenbildern, Szenenbilder, Interviews. Das ist doch ganz cool. Nach Turbo Kid war Summer of 84 für uns eine großartige Chance, etwas ganz anderes zu machen, was sich dennoch vertraut anfühlt. Also ich hab von dem Film vorher ehrlich noch nichts gehört. Ja, gestern auf der Börse das erste Mal das Poster gesehen, welches ich auch gewonnen habe, und dachte, das sieht irgendwie geil aus. Ja, und habe dann mal mit dem Veranstalter ein bisschen über den Film geredet und er hat mir gesagt, dass das von den Turbo Kid-Machern ist und was es so ein bisschen geht. Und ich hatte richtig Bock auf den Film. Und je mehr ich hier gucke, habe ich richtig Bock auf diesen Film. Also ich erwarte jetzt irgendwie sehr viel und bin schon wirklich brutal gespannt auf diesen Film. Ja, so ein nettes kleines Buch. Ja, und hier sehen wir auch wieder ein cooles Cover. Also das haben die richtig gut gemacht. Also die Promotion für den Film hier mit den Postern und so.
Das ist schon nice, auf jeden Fall. Und dann haben wir hier zwei Discs enthalten. Das Ding ist auch schön schwer, ja, man merkt, dass es hochwertig ist. Wir haben hier einmal die DVD, einmal die Blu-ray. Und die sind hier, wie geht das hier auf? Keine Ahnung. Ah ja, das sind so Stoffnoppen, ja, dann ist das schön sanft geschützt. Und da liegen die auf. Unten ist nochmal so ein Stoffring enthalten, damit die Discs nicht mit der Unterseite genau aufliegen. Das finde ich doch richtig gut und das ist alles schön verstaut und da kann nichts passieren. Auch lobenswert. Sehr schön. Und jetzt gucken wir uns an, was hier noch in der Seite enthalten ist. Das wird dann hier ein Poster sein. Das sieht dann so aus. Auch ein cooles Artwork, wie ich finde. Ja, jetzt spiegelt das hier natürlich. Wir haben hier eine Milchpackung mit einer Vermisstenanzeige und hier haben wir einen Totenkopf auf dem Gesicht. Und das sieht doch schon sehr, sehr cool aus. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Postern, weil das gefällt mir auch. Ich glaube, ich muss mir noch ein paar Bilderrahmen besorgen. Und dann wird das hier alles schön eingerahmt. Schade, dass bei den Editions halt immer die Poster geknickt sind. Aber anders geht das ja nicht. Und dann, das war's, glaube ich. Ja, das war's. Nicht, dass ich hier was kaputt mache. Und eine sehr, sehr schöne Edition. Das gefällt mir richtig gut. Also das, da lege ich gerne 5 Euro mehr drauf, wie bei Ready Player One. Und diese Edition, die ist richtig nice. Die lohnt sich. Ich werde auf jeden Fall eine Review über diesen Film machen. Die wird dann auch noch in schriftlicher Form auf Facebook kommen, aber auch dann auf meinem YouTube-Channel, wahrscheinlich im Horror-Oktober. Und dann könnt ihr euch das reinziehen. Ja, das wird auf jeden Fall, wenn der Film nur annähernd so gut ist wie hier das Promomaterial und die Produkte selbst, dann sehe ich hier wirklich dem Ganzen positiv entgegen. Ja, ich wechsle jetzt nochmal die Position, sag noch ein paar Worte, bis gleich. Ja, das war die VHS Retro Collection von Summer of 84. Ich bin wirklich schon gespannt, wie der Film sein wird. Vielleicht mache ich dann auch noch für den Horror-Oktober hier eine Review für diesen Film. Könnte ganz interessant sein. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr diesen Film auf dem Schirm hattet. Habt ihr euch irgendeine Edition davon vorbestellt? Wie findet ihr diese Edition von Summer of 84? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst gerne mal ein Abo hier. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao. We'll be right back.